Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines elektrischen SBB RABE 523 Triebzugs in SBB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Sie werden einen Großteil Ihrer Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Nehmen Sie Platz. Stellen Sie den Hauptschalter auf Entsperrt, um diesen Führerstand zu aktivieren. Die Spitzenlichtsignale dieses Zuges werden automatisch eingeschaltet, wenn der Hauptschalter auf Entsperrt steht. Der Leistungshebel dieses Zuges ist in zwei Zonen unterteilt. Der RABE 523 ist mit automatischen Kupplungen ausgestattet. Die Bremsenzone steuert die dynamische Bremse dieses Zuges an. Die Fahrenzone hingegen regelt, wie viel benutzen Sie nun den Leistungshebel, um in den Bahnhof von
nutzen Sie die dynamische Bremse, um den Zug anzuhalten. Bewegen Sie dazu den Leistungshebel nach hinten. Drücken Sie den Türen-Öffnen-Taster für die passende Seite. Dieser Triebzug ist mit zwei Sicherheitssystemen ausgestattet. ETCS Level 1 Außerdem kann ein Handbuch angesehen werden, das alle Funktionen und Eigenschaften dieses Triebzugs erklärt. Thank you.